Oh, sorry. Oh, scheiße. Haha. Ohne was kaputt zu machen, da seht ihr mal. Ich habe sogar ein Radio, merke ich gerade. Die haben mich ja auf der Insel empfangen mit Radio. Krass. Oh, Brems. Ich muss sagen, das hat ein ordentliches Fahrverhalten, dieser Jeep. Nicht wie bei den meisten anderen irgendwie Rennspielen, wo ich kurz mal auf die Bremse drücke und das gesamte Ding bleibt sofort stehen. Du musst das andere Gewehr nicht unbedingt gleich so wegwerfen, mein Freund. Und wo soll ich jetzt die Hunde töten gehen? Huch. Im Westen, ja. Da. Ach so, diese blaue, das blaue etwas da ist auch Jagdgebiet. Ach so, ich verstehe. Die Frage ist, wie komme ich da... Aha! Wie komme ich da hoch? Keine weiteren Fragen. So, Hunde. Ich hasse Hunde. Wieso habe ich eigentlich den Auftrag gemacht? Ich habe ein paar Mal euch gesagt, dass ich Hunde hasse und trotzdem mache ich die Hundemission hier. Moment, hatten wir nicht... Jagd, Jagdinstinkt? Tiere können über ihren Geruch wahrgenommen werden. Außerdem fliehen scheue Tiere nicht, wenn man sich nähert. Oh, geil! Tiere können über ihren Geruch wahrgenommen werden. Verdammt praktisch. Ah! Wir haben aber leider keine gelben Blätter jetzt eingesammelt. Wo seid ihr, ihr dreckigen Hunde? Ich hasse Hunde immer noch übrigens. Dann wird sich auch so schnell nichts ändern. Ich hasse Real-Life-Hunde. Und in den Spielen noch mehr. Und erst recht, wenn sie tollwütig sind. Gott, wäre es jetzt praktisch, wenn ich so ein gelbes Blatt hätte. Gott, Leute, ich habe Angst. Vielleicht sollte ich auch einfach mit der Schrotflinte irgendwo mitten in den Wald reinschießen. Dann würden die wahrscheinlich schon von selbst angerannt kommen. Woher ist das gekommen? Stone, was machst du da? Bitte hebe dein Niveau. Okay. Also, aha. Fernkampf, ich hab kein... Oh, scheiße! Ah! Fuck! Ah! Oh, oh, oh! Was ist das? Geh weg! Oh! Nein! Nein! Shit! Fuck! Oh! Gott! Scheiße! Huh, muss ich mich heilen? Werde ich nicht über die Zeit geheilt? Oh, ah, ich glaube da links unten, das ist meine Lebenspunktleiste. Also das, was gerade so blinkt und nach oben geht. Ah ja. Dann... häuten wir uns mal ein paar Hunde. Was war das für ein plötzliches Geräusch? Einfacher Brennstoffgurt, okay. Gott, Alter. Man hört richtig, wie eklig das ist. Oh, Ziege, ich brauche deinen... Sorry. Aber ich brauche dein Fell für eine Tasche. Ja, ja, Leute. Oh, scheiße! Er kann sich nirgends verstecken. Fuck, ich habe Banditen angelockt. Wo ist die Waffe von dem? Au! Shit! Ein fucking Krokodil war das.
Wo ist sein Gewehr? Da! Der Typ scheint da hinten abgelenkt zu sein. Oh, nee, das war kein Krokodil, das war ein Komoravadan. Hat der Typ mich gesucht? Frag mich nicht. Brieftasche voll. Oh, wir können auch zu viel Geld tragen. Ich muss mir dringend was kaufen jetzt. Mann, Mann, Mann. Okay, kurz. Was ist das, der blaue Schädel auf der Karte? Todaufgabe. What? Heißt das etwa Übergabeaufgabe? Okay. Habe ich die Erfahrungspunkte jetzt schon bekommen? Bambuspass. Nein. Reisen wir einfach mal schnell zu dem Händler da drüben und dann können wir schon mal ein bisschen Zeug verkaufen. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf, Leute? Ich wollte nicht so lange aufnehmen. Ach, noch nicht mal eine Dreiviertelstunde. So. Ich weiß nicht, wie ich zwar an einen Schrank Zeug verkaufen... Ach so, ich kann nicht verkaufen, weil meine Brieftasche voll ist. Ich muss mir Zeug kaufen. Faustwaffen, was haben wir da? Oh, eine Magnum. Aufsätze steht da. Ich würde auf jeden Fall gerne mal ein paar Aufsätze kaufen. Kann ich Aufsätze kaufen? Konsumartikel. Nein, Karten. Karten? Objekte Amanaki. Ah, wir können uns Gegenstände anzeigen lassen. Cool. Was haben wir noch so Spezielles? Universalwerkzeug. Ein Acetylen-Sauerstoff-Schweißbrenner, mit dem man alle Land- und Wasserfahrzeuge reparieren kann. Oh. Leuchtpistolen können benutzt werden, um Dinge in Brand zu stecken und Gegner auszuschalten oder abzulenken. Denke daran, dass du nur einen Schuss hast. Ein Bogen. Der Recurve-Bogen besitzt für eine solche Low-Tech-Waffe eine enorme Durchschlagskraft. Er eignet sich für die Jagd auf Tiere und Menschen und kann Spreng- oder Brandpfeile verschießen. Cool. Die Frage ist, wo kann ich hier Aufsätze kaufen? Kann ich mir die überhaupt kaufen oder kann ich die mir nur basteln? Gott, sind die teuer. Inventar auffüllen für $100. C4 und Fernzünder und Minen. Ah ja, warum nicht? Halt. Jetzt verkaufen wir mal hier schnell. Okay, zack, zack, weg damit. Dann möchte ich gucken, ob wir über die Herstellung im C4, wenn du etwas sprengen willst oder eine Brustvergrößerungs-OP durchführen willst, what? Ist der gute alte Plastiksprengstoff C4 immer eine gute Wahl? Brustvergrößerung über C4, of course. AK-47. Als Arbeitspferd von Armeen, Milizen und Terrorgruppen in der ganzen Welt ist die AK-47 ein Sturmgewehr, eine Institution und ein Symbol. Die Waffe wurde von den Kommis im Rahmen eines Wettbewerbs entwickelt. Der Gewinner erhielt eine freundliche Gehirnwäsche. So etwas kann sehr entspannend sein, wenn sie richtig durchgeführt wird. Ach ja, die Beschreibungen. Ich wurde nicht enttäuscht. Speicherkarten, 16 GB. Eine Kokainformel, das ist aber nett. Lesen wir noch das durch, den Rest müssen wir nicht unbedingt durchlesen. Der entführte kolumbianische Drogenbaron gibt endlich die Rezepte seines Kartells preis. Dazu gehört eine außerordentlich effiziente Methode zum Anbau von Coca-Pflanzen sowie zur Herstellung einer Blätterpaste, aus der man 99% reines Kokainhydrochlorid gewinnen kann. Wir empfehlen für die Märkte in Brasilien, Südafrika, Nordamerika und Australien sofort mit der Produktion zu beginnen. Okay, okay, okay. Herstellung. Ich habe ein bisschen Zeug gesammelt. Größere Brieftasche. Können wir da was herstellen? Schweinsleder. Verdammt. Waffengurt, Ziegenfell, yes! So, damit hätten wir schon mal einen Waffengurt. Spritzentasche, nee, also alles grau unterlegt, da brauchen wir gar nicht zu gucken. Brennstoffgurt für Flammen.
In diesem Gurt lässt sich Brennstoff für den Flammenwerfer beginne, mit den kleinen Gurten, um größere freizuschalten. Hundefell, davon haben wir ja genug. Obwohl eigentlich nur drei, ich hätte noch mehr einsammeln können. Pfeilköcher, dafür brauchen wir auch Ziegenfell. Okay, weiter können wir nichts machen. Aber wir können jetzt... Hoppala, ich hätte fast gerade eben eine Heilung eingeschmissen. Nein, 1, Taste 1 muss ich drücken. Kann ich mir... Faustwaffen... Hoppala, verfügbar. Das war mein Handy, der hat sich gerade eben verabschiedet. Was davon ist besser? Mehr Genauigkeit, dafür hier mehr Schaden. Mehr Beweglichkeit und eine höhere Schussfrequenz. Ich nehme einfach mal die Knarre hier. Ah, hier im zweiten Menü können wir uns Zeug kaufen. Nein, du sollst das nur ausrüsten. So. Farben können wir auch noch kaufen. Stimmt. Ah. Dann würde ich sagen, nee, nicht die MPs. Zurück. Die Sturmgewehre. Da haben wir derzeit die AK. Zum Vergleich kurz. AK macht ein bisschen mehr Schaden und dafür habe ich aber... Die Schussfrequenz ist bei dem Ding deutlich höher. Rotpunktvisier, erweitertes Magazin. Ah, und für die AK können wir keine weiteren Sachen. Erweitertes Magazin oder Rotpunktvisier. Genauigkeit und Beweglichkeit höher. Aber ich glaube, als erstes ist ein erweitertes Magazin gar nicht mal so schlecht. Vor allem zu Beginn, da wir jetzt noch relativ wenig haben. Munition voll! Schade, ich wollte das Magazin voll kaufen. Ach so, aber ich habe jetzt natürlich das Ding gar nicht ausgerüstet. Schlauerweise. Sturmgewehre. Das Ding solltest du, wenn möglich, noch ausrüsten. Und zwar nehmen wir einfach mal 2 Sturmgewehre mit. Wieso nicht? Rambo-Style und so weiter. Lad mal nach. Nö, will er nicht. Wir sind in einem Dorf. Wir sind hier friedlich und freundlich. Na, ist heiß, wa? So. Was wollen wir als nächstes machen? Wir haben hier ein Ausrufezeichen auf der Karte. Was auch immer das bedeutet. Ach, das ist Dr. Earnhardt. Okay. Prüfung der Rakyat. Übergabeaufgabe. Gehen wir mal zur Übergabeaufgabe. Einfach mal, weil ich interessiert bin, was zur Hölle das sein mag. Oh, neue Pflanzen. Was ist die Übergabeaufgabe? Oh. Na, mein Freund. $1. Nice. Ach so, sollen wir einfach irgendwo damit hinfahren? Bring dieses Fahrzeug samt der geladenen medizinischen Ausrüstung zur Markierungsfackel, bevor die Zeit abläuft. Okay. Dann fahren wir einfach... Oh, 30 Sekunden. Das ist wenig. Gas. Oh, shit. Oh, ich bin... Oh, nee. Oh. Fahr, Mann. Fahr. Holy Jesus! Obwohl ich total grottig gefahren bin. Hallo, wer bist du denn? Guten Tag. Du willst nicht mit mir reden, aber zündest dir eine Zigarette an. Okay. Hast du Feuer? Klar habe ich Feuer! Eine Schutzweste. Da geht mir doch die blaue Leiste auf. Oh, Jesus! Holy fuck! Oh, shit! Oh. Kacke, Mann, sorry, ich hab das nicht kommen sehen. Also, die $2 wirst du eh nicht mehr brauchen, aber Gott! Was zum Teufel? Plötzlich kommen hier Hunde.
und überfallen den armen Kerl. Kann das jederzeit passieren oder war das gescriptet? Pinsner Trumm und nimm die Haut an dich, Mann! Hunde sind keine Haustiere, Hunde sind Felle auf zwei Beinen. Um das mal klarzustellen, was ist dieses rote Gebäude da? Ach, hier ist sowas wie eine Rakyat-Prüfung. Aber die gelben Blätter wollte ich mal einsammeln, damit kann ich mir ja diesen Jagdinstinkt zusammenbasteln. Will keine Spielkarten, ich brauche Munition, Freunde! Weißes Blatt, okay. Der einzige Nachteil an den Pflanzen ist, dass die dein Inventar so wahnsinnig vollknallen. Und ich kann immer nur wieder betonen, Gott, sieht das Spiel gut aus! Vor allem in 180p. What? 180p wäre ziemlich lame. Nein, 1080p. UbiP Plaude. Ist es ein Hinweis auf Ubisoft, die das Spiel gemacht haben? Töte so viele Gegner wie möglich mit den verfügbaren Waffen. Okay. Und jetzt? Werden wir irgendwo hin teleportiert oder wieso kriege ich einen Ladescreen? RPG-Schützen-Skill. Töte so viele Gegner wie möglich mit den verfügbaren Waffen. Ja. Probieren wir einfach mal ein paar Stealth-Kills. Funktioniert ja ganz gut. Was zur Hölle ist das hier? Ah, Zeitbonus. Komm schon, komm ein bisschen näher, komm ein bisschen näher. Voll durch die Mütze. Das ging schnell. Shit, shit. Ach, der Stein war im Weg. Ich war mir selbst mal wieder im Weg. Könnt ihr mal aufhören, so panisch rumzulaufen? Irgendwie merke ich gerade, dass die normalen Kills so gut wie gar nichts bringen. Ich glaube, wir müssen hier noch ein paar Stealth-Kills hinlegen. Ladies and Gentlemen, it's time to fress Messer. Oh, shit. Ich glaube, wir können gar nicht die Messer von denen einsammeln. Yeah, Platz 3! Woo! Oh, $250 und... Oh, nice, nice. Okay, mehr wollte ich gar nicht wissen. Ich wollte nur gucken, was zur Hölle das hier ist. Und... Wow, was ist hier los? Wir haben schon wieder alle Pflanzen hier bekommen. Kann ich echt die ganzen Pflanzen einfach nochmal sammeln? Das ist ja geil, Mann! Auch wenn mir das nach einer Weile wahrscheinlich ein bisschen zu umständlich wird, wenn wir jedes Mal, wenn wir irgendwie so einen Ladebildschirm zwischendrin haben, die Pflanzen nochmal neu sammeln können. Aber die Hunde müssen nicht nochmal neu kommen. So, was haben wir hier? Oh, Ziege! Ziege! Ach, wollen wir nicht weiter Munition verschwenden? Ich will gucken, was das hier ist. Was haben wir da? Ein Hängegleiter. Oh, 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 oh. Kann ich das steuern? Oh, geil! Ist das nicht schön? Dupidu. Irgendein La... Oh. Cool, Mann. Jetzt kann ich sogar direkt zu dem Ausrufezeichen da irgendwo hinfliegen. Und da ist sogar noch ein Funkturm in der Nähe. Dann gehen wir doch mal dahin. Geil.
Ah, Frischluft bei Nacht. Ist das nicht was Tolles? Haben die mich gerade gesehen und ballern die mich von unten ab? Lasst bloß meinen Hängeglider in Ruhe. Wow, kann ich weit fliegen mit dem Ding. Das ist ja der Wahnsinn. Also ich fliege jetzt einfach mal grob in Richtung... Obwohl nein, in Ausrufezeichen Richtung fliegen wir mal noch nicht. Ich habe irgendwie Lust, da diesen Funkturm hier einzusammeln. Aber wie zur Hölle lande ich jetzt hier? Oh Gott! Oh Gott! Au! Hey, hat aber irgendwie funktioniert. Nicht beklagen, froh sein, hat alles funktioniert. Ich möchte nochmal einsteigen. Cool aber, dass das Ding nicht einfach despawnt und verschwindet. Sondern, dass ich jederzeit wieder reinsteigen kann. Also das nicht, aber dass ich es zumindest jederzeit betrachten kann. Bekomme ich eigentlich meine Pflanzen in ein separates Inventar oder geht das alles ins Gleiche rein? Was zum Teufel? Ich will doch nur auf den Funkturm. Mache mal gleich. Ich habe irgendeinen Vogel gehört. Ah, na super. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen, Mann. Die Steine sind auch noch so glitschig. So. Funkturm. Der ist schon richtig überwuchert und verwachsen. Ich glaube, der steht hier schon ein bisschen länger. Vielleicht ist das auch irgendein High-Level-Funkturm und wir sollten noch gar nicht hier sein. Na gut, wenn wir nicht hier sein sollten, frage ich mich, warum das auf dem Weg zu Dr. Erhard ist oder Eckhard oder... Eckhard von Hirschhausen und so weiter? Nein. Das wird der wahrscheinlich nicht sein. Verdammt, ich kann wieder kein Geld aufnehmen. Ich muss zum nächsten Laden und mir zwanghaft Zeug kaufen. Vielleicht kaufen wir auch mal irgendeine Tarnung für unsere Waffe. Oh, ich merke erst jetzt, ich kann gar nicht mit dem Mausrad durch Waffen wechseln. Das ist ein bisschen blöd. Ich frage mich, ob man das irgendwo in den Optionen noch umstellen kann. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir werden es nie erfahren, da ich jetzt nicht in die Optionen gehen werde. So, dann wollen wir mal. Druff! Feste Druff! So, ich repariere das mal. Perfekt. Coole Übersicht. Yeah. Oh yeah. Lagerfeuer. Boot. Ich. Und dann wollen wir gleich mal... Oh, hoppala. Oh Gott, ich dachte gerade eben... Scheiße. Ich dachte gerade eben, ich hätte mich verdrückt und würde jetzt eiskalt einfach mit dem Kopf nach unten. Wir sind leider keine Assassine. Das funktioniert nicht so leicht. Wo sind wir denn? Wie weit sind wir denn geflogen? Hier, Prüfung der Rakiet, hier war irgendwo der Absprungpunkt und wir sind gerade dieses Stück hier weit geflogen. Wie groß ist die Karte? Oh Gott, die Karte ist größer als erwartet. Das geht ja hier noch unten. Oh mein Gott! Aber nicht überwältigend groß, das finde ich gut. Das soll ja hier kein Skyrim werden, bei dem wir Ewigkeiten rumlaufen, sondern ein bisschen was anderes. Übergabeaufgabe, ich glaube. Erstmal sammeln wir hier noch die Kiste ein. Hier ist irgendwo eine Kiste. Da. Verdammt. Stelle eine größere... Ah, ich kann nichts mehr tragen. Können wir denn zufällig eine Brieftasche tragen? Herstellen meine ich natürlich. Brieftasche, Brieftasche. Schweinsleder. Ah, verdammt. Wir können derzeit gar nichts herstellen. Und was brauche ich für einen robusten Rucksack? Tapirfell. Wir sehen, Kisten können aber leider nichts machen.
Komm. Das ist jetzt ganz schön doof. Ich komme mir jetzt so ein bisschen hilflos vor. Weil wir so viel Zeug finden und ich kann nichts mehr davon aufheben, weil wir unsere Taschen nicht groß genug sind. Mann, Mann, Mann. Ach, vielleicht können wir ein paar Pflanzen verbrauchen, wenn wir... Machen wir uns mal ein paar Spritzen hier. So, Jagdinstinkt. Y-Kamera? Was ist das denn? Ach so, hier kann ich jetzt auf die 8 und auf die 7. Das sind aber komische Hotkeys. Auf die 7 und die 8. Ach so, ich kann nur eins gleichzeitig herstellen. Okay. Kampf, können wir da auch was machen? Feuerfest? Ja, ich kann nur das machen. Ach, das kann ich nicht vor... Ach so, ich brauche einen größeren Gurt wahrscheinlich. Wurfgeschossbeutel? Nein. Raketenbündel? Nein. Egal, wir haben eh nicht genug Zeug. Oh. Sind das Feinde? Guten Tag. Hallo. Ich bin freundlich. Ja, goodbye. Ich wollte nichts Böses. Ich bin nur... Woher kommen die ganzen Banditen? Gut, egal. Ich muss auf jeden Fall mit der Aufnahme aufhören. Ich hab... Verdammt. Wir hören gleich mit der Aufnahme auf. Meine Munition ist knapp. Ich kann doch nicht einfach vor mich hin und her ballern. So, bleibt mir bloß fern, ihr Schweine. Ach nö! Er hat keine Deckung! Natürlich habe ich keine Deckung! Kopfschuss! Ich nehme an, ich würde die Munition von ihren Gewehren automatisch aufnehmen. Danke übrigens für das Auto, aber ich kümmere mich darum das nächste Mal. Obwohl, machen wir noch kurz das Rennen. Wisst ihr, es ist gerade in der Nähe, dann können wir das eigentlich auch gleich erledigen. So. Und danach aber werde ich auf jeden Fall die Aufnahme abbrechen. Mit dem Doktor machen wir nämlich dann das nächste Mal weiter. Gott, diese Fahrt crazy, Mann. Oh, shit. Ich sollte noch aufpassen, dass ich nicht unbedingt mein Gefährt hier komplett umdrehe. Ja, tada. Erfolgreich. Nein. Also gut, jetzt wissen wir immerhin, dass wir selbst von Quests keine Dollare einsammeln können. Jetzt stand da gerade eben, dass wir 0 Dollar bekommen haben dafür. Naja, immerhin 250 Erfahrungspunkte. Das ist doch auch etwas. Und jetzt würden wir noch kurz ein Level... Oh, wir haben sogar zwei wieder. Wir haben ja vorher auch ein Level-Up gehabt. So, wieso können wir denn diese Sachen hier nicht freischalten? Oh, hoppala, doch können wir. Ach so. Du erhältst ein zusätzliches Gesundheitsfeld. Oh, das ist gut. Das nehmen wir. Wenn du keine Medizin hast, halte Q, um mit erster Hilfe 2 Gesundheitsfelder zu heilen. Ah, auch nicht schlecht. Du erntest doppelt so viele Gegenstände von Pflanzen. Verbesserte Treffsicherheit. Hm, beim Schießen aus der Hüfte. Ja. Teilweise geleerte Gesundheitsfelder regenerieren sich 50% schneller. Alles jetzt nicht so der Burner. Drücke Left Shift, um das Fadenkreuz beim Zielen mit einem Zielfernrohr 2-mal länger stabil zu halten. Ach Gott, Leute, ich weiß doch nicht. Wenn du keine Medizin hast, dich heilen lassen. Das klingt gut. Oh, geil, ich habe mir Haie tätowiert. Jetzt haben wir 3 Gesundheitsfelder statt 2. Das war ein nützliches Upgrade. Leider können wir jetzt hier so gut wie gar nichts...
Ihr seht irgendwie auch alle gleich aus. Leider können wir hier gar nichts irgendwie machen. Citras Hilfe werden die Piraten alle verrecken. Genau, das werden sie. Wir können uns hier gar nichts herstellen, weil ich einfach nicht genug Leder habe. Da müssen wir irgendwann mal jagen gehen. Können wir denn in der Nähe hier irgendwo jagen gehen? Ja, hier haben wir irgendwas. Left Alt Legende. Ah ja. Die Tiere will er mir aber nichts anzeigen. Super. Nicht anzeigen ohne S. Na gut. Ich würde sagen, ich breche einfach mal hier an der Stelle die Aufnahme ab. So, wir speichern eine Runde. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle, wenn ich überhaupt das Let's Play irgendwann mal weiterführen werde, weiter. Je nachdem, wie viele Likes, wie viele Kommentare, wie viele von euch sich das angesehen haben, jetzt diese 4 Episoden oder 5, wie viel ich auch immer aufgenommen habe. Je nachdem, wie gut es angekommen ist, werden wir das Let's Play weiterführen. Ansonsten war das ein verlängertes Let's Try. So, meine Freunde, jetzt aber vielleicht bis zum nächsten Mal.